Hi Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Winterressort-Simulator. In der letzten Folge haben wir uns ja diesen geilen Kristall-Explorer für den coolen Gordon gekauft. Und ich würde sagen, es wird Zeit, hier ist so leer und unten auch, dann eine neue Seilbahn zu kaufen. Und zwar die Seilbahn D, die Sonnenbahn. Ich zeige es euch hier. Seilbahn D, die Sonnenbahn. Die werden wir uns mieten. So, und die steht jetzt hier. Und jetzt werden wir unseren Franchido aus der Gase holen und die dann beschicken. Ja. Dann müssen wir natürlich dann auch die anderen Bahnen beschicken. Das werden wir dann auch noch machen. Aber ich habe mal gehört, dass man mehr aus dem Minus rauskommt. Ihr seht ja minus 58.000. Wenn man wenn man mehr Seilbahn hat, weil dann bekommt man eine höhere Bekanntheit und dann kommen mehr Leute. Und dann wird dann verdienst du mehr. Das habe ich mal gehört. Und ich hoffe aber, dass das stimmt. So, und werde jetzt hier das Tor öffnen. So. Und werde das mit dem Schiedo schnell runterfahren. Wenn wir hier die Piste 4 und die geht ja da auch hin. Also wenn jetzt hier die Piste 4 runterfahren, ich zeige es euch mal. Hier ist dann nochmal die Falkeneckbahn. Dann ist direkt die Piste 4. Wenn jetzt die Piste 4 fertig runterfahren, sind wir hier schon die Sonnenbahn. Und da unten ist die dann gleich, ist es da auch nicht mehr so leer. Und da ist jetzt auch so ein Übergang. Und da könnten wir jetzt dann noch das Almrestaurant in Betrieb nehmen. Werden wir jetzt aber erstmal nicht tun. Und dann noch weiter nach unten fährt es da dann. Wenn er dann hier noch weiter fährt. Und hier dann bist du 8, so da ist dann gleich noch die. Oh. Nein. Die Falkeneckbahn. Ich werde auch alle Bahnen heute beschicken, aber mit der fangen wir jetzt mal an. Weil das ist ja so eine neue Bahn, also keine neue Bahn. Das ist eine 8-Assessor-Bahn, also keine 6-Assessor, wird euch gleich auffallen. Wir werden jetzt trotzdem mal das Tutorial spielen, weil einfach nur, damit ich euch die Bahn besser zeigen kann. Also ich spiele immer am Anfang einmal das Tutorial gut. Das sieht schon ein bisschen anders aus. Nee. Jetzt auf Dokumentation oder Tutorial zu beschicken. Ja, aber es wird wahrscheinlich wie bei der Falkeneckbahn sein, aber jede Seilbahn ist hier das eine. Also das hat hier was Eigenes. Im nächsten Tutorial zeigen wir dir, wie das Beschicken der Sonnenbahn funktioniert. Super. So. Als erstes müssen wir natürlich das Licht einschalten. Die Anlage einschalten. Ein Teil der Bedienung erfolgt über das Parksystem. Nun werden wir die Betriebszeit auf Beschicken setzen. Geht das Parksystem, werden wir auf Beschicken gehen. Jetzt werden wir hier wieder schließen. Ja. Und jetzt werden wir das Bahnsteigsicht einschalten. Super. Sehr gut. Nun müssen wir die Weiche schwenken, damit die Kabinen in der Bahnhofsausfahrt auf die Strecke fahren können. Ja, das ist wie bei den anderen Sachen. So. Weiche beschicken. Das Boot ist zum Beispiel hier nicht da, sondern da zum Garantieren, weil wir haben ja immer ein Garantierboot, ein Beschickboot. Und da werden wir jetzt die Weiche beschicken. Hier haben wir auch so einen Zustiegseinteiler. Als nächstes müssen wir das Tor für den Bahnhofstadtteil machen. Öffnet das Tor und schaltet Bahnhof ein. Hier ist es auch so schwarz, dass man nur durchgucken kann. Also hier sieht man dann wirklich erst hier. Zählt es da 8, das ist aber ein 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Keine 6-Assessor. Waren also die Sessel sind deutlich breiter und werden hier nur in zwei Reihen abgestellt. Ist auch nochmal cool. Gut zu sehen. Wenn wir jetzt nicht den Bahnhof einschalten. Okay, das brauchen wir gar nicht. Das ist die Beleuchtung für den Wartungsbereich sogar. Der ist hier oben, okay.
Bahnhofssteuerung einschalten. Dann Weiche W1 einschwenken. Das ist ja klar. Ich weiß nicht, was es das viel bringt, aber ja. Weiche W3 einschwenken. Nun ist der Bahnhof fertig vorbereitet. Nun können wir die Bahn in Betrieb nehmen. Super, wir machen den Anwurf. Werden jetzt hier die Hauptbahn anfahren. Ist ja klar. So, die Bahn läuft und nun schicken wir den ersten geilen Achtersesser auf die Strecke. Das war's. Gleich danach müssen wir die Plätze markieren. Ja, ist ja klar. So, los geht's, würde ich sagen. Jetzt werden wir den ersten Sessel markieren. Das machen wir auch hier bei das Geschickpult. Super. Sind richtig riesig. Gute Arbeit, der erste Sessel ist jetzt ist markiert. Sobald ihr in der anderen Station ankommt, erscheint ein Warnton, so wissen die Bediensteten immer rechtzeitig, wenn die Kabine da ist. Ja, super. Der restliche Beschicken läuft nun automatisch ab, sehe ich. Sobald die erste Sessel wieder in der Klasse ist und ankommt, ertönt ein Warnton. Ertönt ein Warnton. Wenn er dann bis zur Weiche vorgefahren ist, bleibt die Bahn automatisch stehen. Okay, die Bahn bleibt automatisch stehen. Auf den ersten Sessel. Oh, wir machen hier keine Wartung. Och, nee, oder? Ja, okay, die Bahn ist auch viel kleiner, also. Eine Frage, kostet sie aber gleich, weil das würde mich interessieren. Dann haben wir jetzt noch den, die Sonnenbahn. Dann. Was komisch ist, dass die Bahnen hier zweimal angezeigt werden. Also, jetzt hier drücken, 10 MGD, Dorfbahn 24, das ist das Express, dann hier nochmal 24 GD und das Falkenbahn. Fahrten heute neu, ist ja klar. Haben wir auch erst gerade gekauft. Derzeit geht es Warnstufe 1, ja. Ist klar, Lawinenwarnstufe 1, im Ernst. Wen? Was, alles sind schon draußen? Wait. Aber ihr kommt da auch schon wieder. Das ist der letzte, ist hier. Das ist hier doch der letzte, oder? Oh. Das ist wieder da. Lass die Bahn nur noch so lange weiterfahren, bis sie von alleine stehen bleibt. Okay, auf Abschaltung warten. Warten auf die Abschaltung. Wir warten gespannt. Etwas. Sobald die Bahn steht, können wir wieder auf Normalbetrieb umstellen. Aber erst wenn wir die Weiche beschicken, ausschwenken. Wieder auf Umlauf. Dann schalten wir die Bahnhofssteuerung aus. Dann werden wir das Licht im Bahnhof ausschalten. Gut gemacht, schließe nun das Tor. Okay. Und begib dich zurück in den Kommandoraum.
Parksystem. Verschicken rausnehmen. Hier, super. Sehr gut. Nun wird die andere Station auf besetzt gestellt. Dazu müssen wir den Bediensteten anrufen. Okay, hallo, Herr Hans da oben. Keine Ahnung. Ich nenne jetzt Hans. Hans! Besetzt mal Station hier. Spaß. So. Dann. Fast geschafft. Nur noch die Bahn anfahren und schon kann der Skitag beginnen. Okay, super. Seid wirklich nur noch die Bahn anfahren. Schädigt hat geht's aus. Brauchst du das sparen, solltest du die Bahn nicht immer mit voller Fahrgeschwindigkeit laufen lassen. Die werden wir jetzt auf. Okay, dann stellen wir sie auf 4,6. Das passt. So, wir dürfen nicht vergessen, den Zustiegsbereich noch auf den Fahrgastbetrieb vorzubereiten. Einstiegsbereich aufbauen. Dö-dö. Super. Gute Arbeit. Du hast soeben die Sonnenbahn erfolgreich geschickt. So, den Einstieg hier werden wir schließen. Oh. Weil die Dinger, die Leute sollen ja noch nicht mit unserer neuen schönen Bahn fahren. Tschüss. Es ist ja nur schon beschickt, das heißt ja nicht, dass sie damit schon fahren dürfen. So. Und ich werde jetzt noch die anderen Bahnen beschicken. Und dann würde ich sagen, das war's dann schon wieder mit der Folge. Also das war's dann schon wieder mit der Folge. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen. Wenn es nicht gemacht hat, dürft ihr den Kanal gerne abonnieren und auch gerne ein Like da lassen. Und dann wollte ich noch sagen, ihr dürft auch gerne auf Twitch folgen, Okami Gaming, zusammengeschrieben. Dort gibt es coole Livestreams, einmal vom Winter Resort Simulator. Außerdem dürft ihr gerne meinem Discord-Server beitreten. Link ist in der Videobeschreibung oder unten bei Kanalinfo. Außerdem habe ich meine eigene Website. Könnt ihr auch mal gerne vorbeischauen, da erfahrt ihr viele Infos noch. Da werde ich auch bald noch ein, also Link ist auch in der Videobeschreibung. Dann dürft ihr mir noch auf Instagram und TikTok folgen, dort ist Kami-Gaming. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Video. Ciao, Leute.